Na, mal gucken. Hat sich schon was angesammelt. Erde. Jetzt habe ich echt keine Erde mehr. Dann nehmen wir halt Koblet. Gut, 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 gut. Weil den nehme ich nicht so gerne, weil den kann man ja schön weiterverarbeiten. So Klingenzorn und sowas. Und das Abbauen dauert ja immer so lange. Kann man lieber die Erde nehmen, wenn man mal sowas wegmachen muss. Das bleibt. Da kommt eine Fackel. Oh, jetzt komme ich da nicht durch. Muss ich doch dahin. Machen wir auch noch einen hin. Da kommt auch noch. Und da ist einer. Aber hier machen wir einen hin. So, beleuchtet ist das hier genug. Kommt auch noch mal falls aber was drüber, dass da nichts reinfallen kann. Man weiß ja nie. Hier ist, glaube ich, der ist hier, sind die Trichter jetzt direkt dran. Hier habe ich ja, bei dem habe ich jetzt einen Abstand gelassen. Kann man jetzt nicht sehen, aber da ist ja ein Abstand dazwischen. So. Jetzt müssen wir noch... Wo sind sie? Wo sind sie? Da sind sie. Nein. Die meinte ich nicht. Die meinte ich hier. So. Dann kommt das hier noch so rüber. Und dann gehen wir hier rein. So. Hübsch. Hübsch, hübsch. Autsch. Jetzt müssen wir hier noch irgend andersrum. So. Und da kommt dann noch der Polierte rein. Soweit passt das. Jetzt müssen wir noch die Rahmen anbringen. Da müssen wir noch ein Schild haben. Schild, Schild, Schild. Erstmal das weg. Ein Schild. Na, röchelt's hier noch? Hallo Creeper. Ah ne, das war ein Skelett. Nur dann machen wir scheinbar auch wieder hier wie hier. Warenannahme hin. So. Müssen wir uns natürlich, wir können das einfach nochmal testen, ne, ob das noch funktioniert. Schmeißen wir die beiden Teile mal rein. Klack, klack, klack. Komisch, hier geht das Licht nicht an, ne? Wenn ich da reinschmeiße, spacken die Lampen rum. Oh, diesmal auch nicht. Doch, da. Hm. Muss ich jetzt nicht verstehen. Ist aber so. Ich glaube, da war das, glaube ich, auch so. Naja, es dauert jetzt ein bisschen, bis das da durchgelaufen ist. Dann können wir das nämlich erstmal hier schließen. Da brauchen wir auch die beiden für. Mal kurz gucken, wie habe ich das da gemacht. Dann müsste jetzt hier der helle hin und da der dunkle. Korrekt. Korrekt. So, kriege ich meine Items wieder. Danke. Dann legen wir das mal um. So und so. Und mit den Lampen, das fand ich echt eine gute Idee. Dann schlachten wir die mal eben kurz. So, Luke zu. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passt. Machen wir sie alle kaputt. Da sind noch welche eingepackt. Zack. Und schon wieder jede Menge. Samt XP.
Läuft also. So, die kann man da reinschmeißen. Na, hier ist er mit dem Licht auch. Ich glaube, hier war er mit dem Licht nicht. Ist faszinierend, ne? An den Seiten ist das mit dem Licht, aber an den da nicht. Interessant, interessant, ne? Wenn man das mal so sieht, ne? Da ist das nämlich auch. Das sind so Sachen, die verstehe ich manchmal nicht, warum das so ist, wie das ist. Ich glaube, die Pfeile könnten wir uns eigentlich einsortieren, ne? Aber wo wir einen Bogen mit Infinity haben. Gucken wir, da schon wieder Gunpowder drin ist, ne? Schmeißen wir doch eben da rein. Wir sind Zucker, hatten wir von der Hexe gekriegt. Aber Hexen kommen ja nicht so oft. Pfeil und vergammelte Fleisch. Aber wie mit vergammeltem Fleisch außer Hunde füttern? Die ich mir noch nicht angelegt habe. Hier könnte man dann wirklich noch eine Farm. Wer hier? Man könnte nur zwei Farms reinmachen. Oder halt eine. Weil man muss ja, na gut, dann wird halt nicht mehr in der Mitte. Weil man muss ja auch noch die Truhen für die Warenannahme da reinmachen. Also im Prinzip würde ich sagen, für Pfeile und für das vergammelte Fleisch könnte man sowas noch machen. Dann wäre das besser. Licht ist drunter, ja. Weil sonst sind die momentan ja nicht in Gebrauch. Das andere kommt einfach zu selten. Das kann ich lieber oben mitnehmen und woanders einsortieren. Oder man macht die doch noch hier rein. Was meint man? Soll man es machen, soll man es nicht machen? Nee, ich mach die hier nicht hin. Die reichen hier, die Fehllagersysteme. Man kann ja auch hinten da noch hin machen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hi Skeletti. Ach ja, da drunter sind ja da auch noch drei Trichter, die die ganze Sache dann halt zu der Kiste transportieren. Aber das ist ja logisch, ne? Machen wir erstmal für das vergammelte Fleisch und für die Pfeile. Ich hab keinen Platz mehr. Weg mit dir. Pfeile würde ich sagen, können wir da hinmachen. Eins da. Na komm schon, geh rein da. Schmeißen wir die mal da rein. Die auch noch. So, und da machen wir das vergammelte Fleisch schon rein. So. Und so. Und drehen das dann halt so. Kann man ja später immer noch wieder wegmachen, wenn man das nicht hält. Dann kann ja immer noch was anderes da reinmachen. Ja, das ruckelt jetzt ein kleines bisschen, weil die ganzen Items transportiert werden. Aber das ist ja nicht auf Dauer. Guck mal, da sind schon wieder so viele Knochen drin. Kann man auch noch einsortieren. Na, wo hab ich's? Hab ich die da wieder reingelegt? Da kommen sie jetzt alle an. Ist auch noch mitten in Action. Naja gut, das dauert natürlich jetzt halt auch erstmal, bis das alles durch ist. Was habe ich denn da gekriegt? Direktheilung. Das läuft noch.
Gut. Dann haben wir das erstmal. Klack, das war's dann. Jetzt ruckelt's auch nicht mehr. Wenn man da mal Eites reinschmeißt, dann sollte man sich tunlichst hier wegbegeben. Weil sonst fängt es an zu ruckeln. Der Fahrstuhl ist absolut geil. Ach ja, wie ich sagte, hier der Tageslichtsensor, der wird nicht von den Schleimbällen transportiert. Und in dem... Ah ja, Garten habe ich ja schon gesagt, dass da... Der Garten hinkommt da, oder irgendwie so ein Park oder was wir da hin machen. Gehen wir mal kurz nochmal hin. So. Hier. Und dann werden wir da auch... Schnauze. Mit dem Tageslichtsensor ein bisschen Bodenbeleuchtung reinmachen. So, der Plan. Wir haben ja nicht viel Platz hier, aber da kriegen wir schon was hin. Irgendwas basteln wir schon dahin. So. Dann benutzen wir mal unseren schönen Fahrstuhl. Genial, das Teil einfach genial. Was macht eigentlich meine Hühnerfarm? Da war ich auch schon so lange nicht mehr. Oh ja, braucht einer Essen? Die Kiste ist fast voll. Und ich habe da oben schon ein paar Hühner getötet gehabt. Sonst waren hier viel mehr drin. Ist da eigentlich noch was drin? Nein. Ja. Brauche ich jetzt nichts zu sagen. Essen ist genug da. Sagt er meine Rüstung eigentlich? Die geht noch. Die Schuhe sind schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Vom ewigen Runterfallen. So, was habe ich jetzt hier im Inventar, was weg kann? Ja, räumen wir mal so ein paar Sachen eben noch aus. Dann gucken wir uns nochmal die Bewaldung von außen an. Komparator kann weg, Verstärker kann weg, Redstone-Fackeln. Die Lampen kommen auch erstmal weg. Die Bilderrahmen, die hätte ich glaube ich hier. Truhen brauchen wir im Moment auch nicht, war das richtig? Kommen die da hin oder kamen die da hin? Da kamen die, genau. So, Eisen kommt nachher nach oben. Apropos Eisen. Okay. Ich müsste auch nochmal zur Schleimfarm gehen und mal gucken, was da so los ist. Ich habe ja für die ganz so viel Schleims verbraucht in letzter Zeit. Der Spender, der kann auch noch weg. Der Spender. Nein, das war der Barretto. Krimskrams. Trichter. So, Kies war hier. Nein, da. Pflasterstein. So, der Bogen, der Bogen, der Bogen. Nein, da sind auch schon ein paar Pfeile. Den könnte ich eigentlich mal ganz kurz zusammenstecken. Dann haben wir schon wieder einen etwas mehr reparierten. Die Pfeile lasse ich mal hier. Ich war gerade überlegen, ob ich alle hier rausnehme und da unten reinschmeißen, das Lagersystem. Das lassen wir mal lieber. Ich könnte ja ein paar von dem Lagersystem hier reinsortieren. Aber nicht heute. Müssen wir auch da rein. Redstone habe ich auch jede Menge verbraucht. Bei dem, was ich da alles gebastelt habe. So. Da. Dann haben wir auch schon Cleanstone drin. Waffnen wir uns mal ganz kurz. Wer weiß, was hier kreucht und fleucht. So, da hatte ich noch
ein Bäumchen gepflanzt. Alle hopp. Hier wächst auch so schön die Liane runter. Da habe ich auch noch so ein paar dran geklatscht. Und hier unten ist das ja dann, wo wir das hinbauen wollen. Da müsste man ja eigentlich... Da. Ist ja der Eingang zu unserer XP-Farm. Und die andere ist ja geflutet da hinten. Da kommen ja jetzt keine Monster, weil das Wasser läuft. Die ist also damit auch erstmal ausgeschaltet. Es läuft erstmal die hier. So. Da wachsen auch die Ranken runter von den Bäumen, die ich gepflanzt hatte. Ich hoffe, dass mich hier kein Skelett abschießt. Äußerst ungünstige Position hier. Da ist ja das Minecart-System, was die Blumen bringt. Zur Blumen. Zu unseren Blumenkisten. Da müsst ihr eigentlich auch mal gucken, wie viele da schon drin sind. Da sind bestimmt auch schon jede Menge drin. So, oben. Gucken wir da nochmal. Und da dürfen nur die Ranken jetzt gewachsen sein. Ja. Die wachsen hier so schön runter. Könnte man da... Ich habe keine Mitansicht, da auch noch welche hingemacht. Sieht doch schon recht hübsch aus. Da rankt's auch. Hier rankt's auch. Da auch. Hübsch. Und das müssen wir auch noch anders machen mit der Beleuchtung alles hier. Aber erstmal machen wir da unten weiter. Da habe ich nämlich ein bisschen mehr Bock drauf. Das da fertigzustellen. Und ich muss mal wieder Tropenholz abholzen. Das ist nämlich jede Menge, habe ich nämlich verbraucht. Gut. Ich denke, das soll es erstmal gewesen sein. Was macht denn mein Schaf? Es wechselt immer noch die Farbe. Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich das auch nochmal umdrehen soll, dass es auf den Kopf läuft, aber ich glaube, das lasse ich. Ich finde es so besser. Wie viel haben wir da jetzt mittlerweile? Kann man eigentlich schon abstellen. Ach, egal, lass laufen. Hier kann man dann noch vom Balkon aus direkt da reingucken. Man sieht zwar nichts, aber passt. Und ist auch genau die Mitte. Einmal habe ich aufgepasst. Ja, das war natürlich ein Akt, das ja alles zu versetzen. Muss ich die ganze Chose nochmal abreißen. Aber so sieht es schön aus. Und ich habe es natürlich halt zugebaut. Ne? Da hinten ist ja auch noch ein Gang. Und ich habe dann hier so eine schöne Lampe reingemacht. Denkt dran, Tageslichtsensor benutzen. Der wird nicht verschoben. Ist ja jede Menge unterwegs hier. Ein Creeper. Ja, da muss man aufpassen. Also hier passiert nichts. Aber wenn ich jetzt hier drauf gehe, da sieht er einen. Da muss man aufpassen. Am besten ich flach das da auch ab. War ich schon am überlegen. Weil das ist eine gefährliche Ecke. Sieht da einer schon ab hier? Ne, ab hier noch nicht. Dann könnte man ja eigentlich... Warte mal. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Aber wenn der da in die Luft fliegt, dann haben wir ein Problem. Ich will nur mal ganz kurz was ausprobieren. Jetzt ist er weg. Der olle Creeper. Da ist er. Da kommt er. Nee, dann passiert nichts. Gut, dann lassen wir das Teil mal da stehen. Vorsichtshalber. Dann ist mir dann doch ein bisschen so gefährlich. Na gut, da habe ich ja was also nach außen gebaut. Weil ich noch nicht weiß, wie ich das hier verwirklichen soll. Drum ist das erstmal noch hier so
provisorisch. Mein Gott. Wo soll man mit den ganzen Sachen hin? Klack, 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 klack. Klack, klack. So. Kann man gut nutzen für Knochenmehl und zum Färben. Ja, dann werde ich mich mal an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt und habt Bock beim Nachbauen. Haut rein, Leute. Ciao.